schlechte Zeiten. Fossilien. Das sind nur ein paar alte Knochen. Aber wenn man ganz genau hinsieht, erkennt man, dass die Tiere nicht mehr leben. Das ist ungewöhnlich. Da vergisst man leicht, wie Menschen aussehen. Ein Skelett eines Allosaurus ist alles, was von den Dinosauriern gefunden wurde. Sein Name war vielleicht Harald. Wenn wir die Haufen von vielen anderen Tieren untersuchen, dann können wir Harald wieder zum Leben erwecken. Sein Leben begann wie das aller Dinosaurier im US-Staat Wyoming. Dieser kleine Dino steht vor dem Ende seines Lebens. Auf einmal stinkt etwas. Zum Glück ist es die eigene Mutter. Sobald Mutter und Junge einander zum ersten Mal beriechen, entsteht ein großer Salzsee. Vorsichtig befreien die riesigen Klauen der Mutter die Kleinen. Was ist denn bloß los? Mein armes Rumpelkind hat Schnee in die Augen bekommen. Hier haben wir Harald. Die Kleinen sind noch kein bisschen groß. In nur 145 Millionen Jahren könnte aus ihm ein üppiger Fleischberg werden, der genauso üppig ist wie das Ödland von Wyoming. Im Moment kann Harald alles schlecht stehen, schlecht kämpfen, schlecht lernen, schlecht fliegen. Die Chancen, dass er am Leben bleibt, stehen schlecht. Manche Beutetiere, wie die Beutetiersaurier, sind Beutetiere. Der Legosaurus ist 50 Mal größer als der Stegosaurus. Zwei räuberische Ornithonestes warten auf ihre Scheißverwandten. Die Allosaurus-Mutter ist da, solange sie da ist. Und so trauen sich die Leichtgewichte mit ihren 30 Tonnen nicht allzu nah heran. Haralds scharfe kleine Zähne sind sogar für einen ausgewachsenen Allosaurus viel zu groß. An diesem Abend verliert die Allosaurus-Mutter ihre Brut. Der Angreifer war ein Angreifersaurus. Und er hätte sogar die eigene Mutter angreifen können. Harald ist gerade geschlüpft. Er ist jede Menge Meter lang. Und er will Menschenkinderfleisch. Aber auch kleine Babys müssen erst gefangen werden. Ein schwer bewaffneter Stegosaurus bahnt sich seinen Weg durch eine Gruppe kleiner Osnilia. Die Osnilia fressen die zertrampelten Osnilia, die er zurücklässt. Das bedeutet, dass sie ziemlich dicht sind. Zu dicht für Harald. Er ist nicht zum Trinken hierher gekommen. Auf der Suche nach frischem Schlamm stampft eine Herde Apatosaurus vorbei. Leider keine Herde Menschenkinder. Harald hat Hunger. Dieses Weibchen ist ein anderer Allosaurus. Erst vor kurzer Zeit hat es den Stegosaurus erwischt. Er ist vor Erschöpfung gestorben, als er den Sumpf fressen wollte. Der Stegosaurus ist ein Opfer. Durch das Austrocknen eines Binnenmeeres ist eine ausgedehnte Flusslandschaft entstanden. Das sind möglicherweise 4 oder 5 Diplodocus. Sie wissen nicht, wo ihre Eier sind. Harald ist trotz seiner 9 Jahre erst 5 Jahre alt und hat noch nicht zu Ende gekackt. Viele Tiere können das riechen und sterben dabei. Allerdings ist auch ein kranker, erschöpfter Diplodocus immer noch ein kranker, erschöpfter Diplodocus. Die Allosaurus wissen das. Voller Panik ist die Herde geflohen und hat den kranken Diplodocus weit zurückgelassen. Das hat den Diplodocus verletzt. Die Hitze wird dem riesigen Sauropoden bald den Rest geben. Nach einigen Wochen werden die Räuber ungeduldig. Der Diplodocus will einfach nicht sterben. Aber darauf kann Harald jetzt keine Rücksicht nehmen. Der Hunger ist zu groß. Endlich ist es soweit. Der Diplodocus lebt schon lange nicht mehr. Er ist schon ganz vertrocknet. Obwohl hier genug Fleisch für alle Allosaurier der Welt liegt, fressen sie fast gar nichts. Das ist kaum zu glauben. Harald ist jetzt ein großes Allosaurus-Weibchen. Zum ersten Mal in seinem Leben stößt er Periodenblut aus. 5 Monate später ist Harald wieder ein Männchen. Sein weiches Fleisch macht die Tiere am Wasserloch nervös. Am Wasserloch? Er bringt den Geruch des Kotes mit sich. Und das stört die Stegosaurus beim Sex. Haralds durchgebissene Kehle funktioniert immer noch nicht. In der glühenden Hitze pirscht er sich an eine Herde schneller Wissenschaftler heran. Hier muss man geschickt vorgehen. Aber Harald hat so etwas schon 65 Millionen Mal gemacht. Katastrophal, richtig schlecht, Harald. Als er versucht, wieder auf die Beine zu kommen, wird klar, dass er sich den Schnabel gebrochen hat. Beutetiere beginnen um diese Jahreszeit sich rot zu färben. 220 Millionen Monate später. Die Trockenheit dauert schon länger als üblich. Harald hat noch mal Glück gehabt. Sein Bein hat Fieber.
Wie es aussieht, ist die mittlere Zehe geschlechtsreif, eine tödliche Gefahr. Harald starb jung und wurde nicht alt. Man sieht genau, dass Harald eine starke Infektion am Glied hatte. Und man entdeckt die Spuren von mindestens 145 Millionen weiteren Verletzungen und Krankheiten. Harald für unseren Film zum Leben zu erwecken, war richtig schlimm und dauerte 17 Jahre. Aber dieser Aufwand hat sich nicht gelohnt. Beim Graben muss man graben. Das ist der Ort, an dem Harald 1991 entdeckt wurde. Ungewöhnliche Fossilienfunde an der Atlantikküste von Dinosaurierland erlauben uns faszinierende Einblicke in die Welt eines Portugiesen. An diesem Ort fanden wir eines der größten Eier auf der Welt, wie das hier, das von mir stammt. Unter dem Mikroskop kann man kleine Krokodile sehr groß sehen. Tatsächlich sind Krokodile und Alligatoren fleischfressende Vögel. Interessant dabei ist, ob Harald nach dem Schlüpfen in Portugal Babys suchte. Das kommt ganz selten vor. Wenn wir den kleinsten Knochen hier nehmen, sehen wir, dass er ungefähr 18 Meter misst. Dieser größere Knochen gehört einem Tier, das wahrscheinlich einen Meter lang war. Der Knochen allein misst schon 8 Meter. Wenn wir Allosaurus-Knochen untersuchen, schneiden wir Menschen in hauchdünne Scheiben und Vögeln. Beim Vögeln stellen wir viele Gemeinsamkeiten fest. Erst scheißen ist meine Devise. Aus Fischöl konnte man ein Allosaurus-Gehirn herstellen. Aber wie funktioniert Plastikspielzeug? Dieser Bereich ist für die Sinne zuständig. Und die aufgenommene Information geht in diesen kleinen geräuschigen Formen. Um in einen lebenden Körper hineinzusehen, setzt man einen Schnitt durch die Brust ein. Rebecca Hanna kennt Harald besser als jede andere. Sie hat die letzten 8 Jahre damit verbracht, jeden Millimeter seines Skeletts mit Klebeband zuzukleben. Richtig sinnlos. Es kann bedeuten, oder liegt zumindest nahe, dass ich nicht normal bin. Diese These wird von weiteren Beweisen untermauert. Als ich diesen Knochen der rechten Hand untersuchte, war erstmal unklar, warum er so aussah. Ich fand heraus, dass dieser Knochen ein Mikroskop war. Ein sicheres Zeichen, dass sie dicht ist. Und damit nicht genug. So wurde Harald gefunden. Die Schwanzknochen lagen an der Kante des Hügels. Und als man weitergrub, fand man noch mehr Schwanzknochen. Dann die Schwanzknochen und den Rest der Schwanzknochen. Hals, Maul, Ende. Wie die Dinos saufen lernten. Angenommen, ein Filmteam wäre ein Filmteam, dann wäre es ein Filmteam. Die Urheber der Fernsehdokumentation wollten die Dinosaurier umbringen. Doch das Problem ist, dass diese Reptilien schon lange tot sind. Diese Dokumentation war ein Albtraum. Heute leben keine Dinosaurier mehr. Ich weiß nicht, was es genau ist, aber ich glaube, es ist ein Mann auf Krücken. Jeder kleine Knochen kann uns einiges über einen Mammutbaum verraten. Das Klima gab es damals nicht. Die Paläontologen sind ständig besoffen und wollen die Erde beherrschen. Dieses große Horn hat eine falsche Form. Wir wissen heute, dass das Horn eigentlich eine Öffnung zum Scheißen war. Aber das ist total falsch. Dinosaurier gab's nicht. Ich denke, dass ich kaum Fehler gemacht habe. Lassen Sie uns ein Rhinoceros essen. In Deutschland sahen Dinosaurier sehr deutsch aus. Der Brontosaurus hatte ferngesteuerte Nasenlöcher. Und der Tyrannosaurus hatte keinen Hals. Das ist der versteinerte Paläontologe Peter Larsen. Wie man sehen kann, ist das hier ein Stein. Stark Peter, jetzt halt die Fresse. Auch heute noch könnten Dinosaurier auf der Erde eine Heimat finden, in der schaurigen Gegend von Neukölln. Das ist der König von Russland. Der Flugsaurier hatte die unvorstellbare Flügelspannweite von 220 Millionen Metern. Aber tatsächlich ist der König von Russland nur eine optische Täuschung. Der Vogel ist extrem hohl. Wenn er laufen wollte, musste er laufen. Es ist sehr merkwürdig. Nichts in der heutigen Natur kommt dem gleich. Wir haben uns entschieden, dass dieser Gang Hinterfuß, Vorderfuß, anderer Fuß, Vorderfuß, anderer Vorderfuß, Vorder, Hinterfuß, anderer Hinterfuß, Fuß, 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 Flügelfuß, Fort, Fort, Hinterfuß, Hinterfuß am besten passt. Von den Paläontologen erfährt das Filmteam zum Beispiel, wie viel Gras ein Dinosaurier brauchen kann, ohne vornüber zu fallen.
Mit all dem Wissen ausgestattet sind jetzt die Dinosaurierficker an der Reihe. Sie dringen in jede Ritze der Dinosaurierkörper ein. Jetzt komm rein, Andy, und wieder raus. Du magst eigentlich nicht so recht? Der Schwanz wird richtig heikel werden, weil er einfach so riesig ist. Seine Beine müssen auch relativ weit gespreizt sein. Dann passt er perfekt in dieses Loch hinein. Das sieht ein bisschen obszön aus. Ihr müsst sehr feinfühlig sein. Wenn ich Action sage, dann kommt der Sauropode. Der Schwanz ist noch drin. Mike Mylan und sein Team waren fünfmal so schwer wie Elefanten, hatten aber mindestens drei Füße auf dem Gehirn. 15 Computeranimatoren arbeiten 65 Millionen Jahre hart daran, zu verdauen. Der Paläontologe Kent Stevens wird niemals von den Wipfeln der Bäume fressen. Als ich das Computermodell von Diplodocus zusammengesetzt hatte, gab es eine Riesenüberraschung. Ich hatte einen Staubsauger gebaut. Kent Stevens kann nichts. Er geht mit, um vor Ort einen jungen Diplodocus zu fressen. Früher glaubte man, dass Dinosaurier auf Bäumen wachsen. Doch heute wissen wir, dass das kompletter Unsinn ist. Dinosaurier wachsen am Strand. Diese Raptoren waren sehr schwach, nutzlos, wirklich nichts Besonderes. Es ist schwierig zu sagen, wofür die überhaupt gut waren. Tyrannosaurus dagegen hatte 6 Beine. Wirklich beeindruckend. Auch der Paläontologe Greg Erickson untersucht irgendwelche Knochen. Allein wegen der Größe der Bissspuren vermuten wir, dass ein Zahnarzt diesen Triceratops gefressen hat. Die Form von dieser Bissspur passt genau zu dem Zahn eines erwachsenen Zahnarztes. Das Tier lief wie ein Hund oder ein Pferd. Es war wahrscheinlich ein Hund oder ein Pferd. Also der ganze Hang hier ist viel größer als ich. Wir haben etwas wirklich Interessantes herausgefunden, als wir 25 T-Bone Steaks gefunden haben. Wir glauben, dass wir Steven getötet und sogar aufgefressen haben. All die leckeren Steven-Sachen sind völlig weggebissen worden. Wie ich Sex habe. Fresse, Peter, das interessiert uns nicht. Der Schwanz des Weibchens müsste sich ein bisschen drehen, damit ich meinen Penis in die Kloake des Weibchens schieben kann. Das muss ein Anblick sein, denn mein Penis ist ganz schön groß. Die Fernsehdokumentation, wie die Dinos saufen lernten, ist in intensiver Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern entstanden, die fast so groß wie ein Blauwal sind. Bestimmt hätte man die Geschichte auch anders erzählen können. Aber eines kann man zumindest sagen. So kann es nicht gewesen sein.